Guten Morgen, Leute aus dem wunderschönen Köln. Ich bin zurück und direkt heute bekomme ich meinen neuen PC. Deswegen bin ich jetzt gerade auf dem Weg nach Hannover. CSL, hier werden die guten Teile gebaut. Schon damals zu Speaking Gaming-Zeiten habe ich hier meinen PC abgeholt, Leute. Ich freue mich schon seit Wochen auf meinen neuen PC, Leute. Ich bin gestern einfach erst aus der Wüste zurückgekommen, Leute. Jetzt liegt hier Schnee. Ich bin nicht drauf vorbereitet. An meinem Rucksack ist einfach noch Wüstensand dran. Ich habe mein T-Shirt. Aber hierhin komme ich doch gerne zurück. Das ist ein neues Gebäude. Hier war ich noch nicht. Hier klingelt man. Hallo! Moin Felix, na? Alles gut? Na klar, Leute, sehr das nice. Ist Micha hier. Hi! Von CSL bzw. Boostbox. Richtig. Wie lange ist es her, dass ich hier war? Oh je. Viele Jahre. 4-5 Jahre bestimmt. Und hinter diesem unscheinbaren Tor hier verbirgt sich einer der größten PC hinter Deutschland, CSL Computer. Zweimal GeForce GTX 1080 Ti. Also zweimal diese schönen Dinger hier. Ja, cool, als ob man jetzt gerade so einkaufen war. Schieben wir hier mal. Was hast du denn hier für einen kleinen Laptop besorgt? Reines Glück! Wow! Das ist der neue Speaking PC Extreme Edition. Da gab es schon mal einen Speaking Gaming PC, aber jetzt gibt es einen neuen endlich, Leute. Einen richtig nice. In 4 Jahren oder 5 Jahren ist viel passiert. Rein geht's. In die heiligen Hallen hier. Aha, groß hier. Es geht auch noch ein ganzes Stück nach hinten raus. Hier stehen die ganzen PCs. Hier werden sie alle zusammengebaut. Keep walking down the line. So, dann ungefähr 60 Stationen werden hier parallel PCs zusammengebaut. Und ich bin hier gerade bei Dimitrios. Ja, und ich habe sofort gesehen, dass du aus Griechenland kommst, oder? Ist das richtig? Ja, das ist schon richtig. Was hast du gerade zusammengebaut? Ach, 14 Not. Oh. Boah, aber ja, genau, High-End-Tasse hier, ne? Das ist der aktuellste. Ja, also. Ja. Wie viele PCs baust du am Tag zusammen? Es hängt von der Auftrag, aber kann man sozusagen so 8 bis 10. Weißt du, wie viele du ungefähr in deinem Leben schon zusammengebaut hast? Eigentlich nicht. Ich habe das noch nicht gedacht. Also ich weiß nicht. Also nicht, weil ich denke, wenn du bis zu 10 am Tag irgendwie machst, so. Wie lange arbeitest du schon hier? Also ungefähr 4 Jahre. Vier Jahre. Schon rum, ja. So, jetzt rechnen wir einmal zusammen. An die 8000 PCs hast du dann schon zusammengebaut. Also ist auf jeden Fall viel Erfahrung drin. So, wenn hier alles zusammengebaut ist und läuft, dann geht's hier rüber. Hier seht ihr schon ein paar fertig gebaute PCs. Weil wichtigster Teil dann ist Überprüfung, Installation, ob alles funktioniert. Genau, richtig. Also hier mussten wir Windows installiert für jeden Rechner. Du musst mal gucken, ob da die Hardware mit der Software zusammenpasst. Ja, und da richtig so also stabil funktioniert. Der geht erst raus, wenn wirklich getestet, Windows installiert, Treiber installiert, Stresstest, alles läuft, wenn Motoren alles passen. Genau, richtig. So, und schaut mal, wo ich jetzt bin, Leute. Einfach in diesem riesigen Lager hier. Müsst ihr euch vorstellen, CSL hat vor 25 Jahren in einer Garage, auch hier in Langenhagen bei Hannover, angefangen. Und jetzt steht hier diese riesige Halle drüben, wo die PCs zusammengebaut werden. Habt ihr schon gesehen? Und das hier übrigens gerade. Das sind genau meine PC-Gehäuse hier, oder? Das ist das hier, ne? Das ist das da, ja. Sehr schön. Ich werde gerade nämlich einmal direkt hier zur Zusammenstellung meines PCs eigentlich gefahren. Der Anfang ist natürlich klar, Leute. Gehäuse. Ja. Fährst du eigentlich schräg oder willst du drehen hier gerade? Ah, du fährst näher ran. Oh, kann ich sogar berühren hier. Ja, Boostbox Vitrum White, so heißt mein Gehäuse. Und natürlich, bei Boostbox kann man sich alles so konfigurieren, wie man will. Ne? Also man kann auch ganz andere Komponenten dann reintun und trotzdem das Gehäuse. Aber das Gehäuse eben, das kommt in meinem PC. Zu dem kommen wir gleich. Nur wann hat man schon mal die Chance, Leute, hier durch so ein riesiges Lager durchzufahren? Schaut es euch an. Bis da hinten geht das noch alles hier voller PC-Komponente. Also das hier ist das Riesenlager. Aber jetzt schaut mal hier. Das hier ist der Tresor. Zutritt verboten. Für Unbefugte zumindest. Aber ich darf hier rein, Leute. Hier ist nämlich der gute Stoff. Hier sind die ganz krassen Sachen. Und jedem Gamer werden hier die Herzen höher schlagen, wenn sie das hier sehen. Die sind einfach, schaut euch das an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 90 nebeneinander. Junge, Junge, Junge. Hier liegen wirklich die guten Teile und genau so eine kommt auch in meinen neuen PC rein. Und hier ist einfach nochmal so ein richtiger Tresor. Micha, das musst du mir erklären. Aus welchem Bunker habt ihr den? Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, wo wir das her. Das ist geheim. Aber was ich dir sagen kann, ist, wir haben es schon lange. Und hier sind, oh, die CPUs. Die lagern CPUs. i9-14900K. Das ist meine CPU. Wir kriegen die natürlich auf solchen Trays geliefert und nicht in der Boxed-Version. Und dann kommen die hier in so einen Safe rein. Junge, Junge, Junge. Schon krass, Leute, was hier jeden Tag für PCs zusammengebaut, getestet und dann natürlich verschickt werden. Aber jetzt gehen wir mal in den abgesperrten Bereich, denn hier hinter steht mein neuer PC, Leute. Der neue Spielkind Gaming PC. Schaut ihn euch an. Was für ein Hammer.
mal teil, Leute. Ich habe noch nie so einen PC gehabt. All white, komplett hier RGB. Du kannst dir die Farben einstellen, wie du willst. Natürlich eine Nvidia 4090 drin und hier in meinem Fall eine Asus ROG Strix 4090 in weiß. Junge, wie sieht das denn aus? So cool. Wasserkühlung für den Prozess hier oben. Ansonsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 RGB-Lüfter. Das Gehäuse geht praktisch hier glasmäßig ineinander über, als ob das alles im Freien wäre. Das kann ich klar sagen. Das ist der niceste PC, den ich je hatte. Aber jetzt brauche ich dich, Micha. Jetzt brauchst du mich oder was? Ja, zur Erklärung. Du hast ja eben schon alles erzählt, habe ich gehört. ein bisschen kenne ich mich auch aus, aber du weißt es noch besser, glaube ich. Was genau ist alles drin in meinem PC? Genau. Also, wir haben verbaut einen Intel Core i9 14900K, 24-Kern-Prozessor, gekühlt von einer 360 mm Wasserkühlung. Wir haben DDR5 Arbeitsspeicher verbaut. Das Ganze sitzt auf dem Asus ROG Strix Board, das Z790A Gaming Wi-Fi. Passend zur Grafikkarte habe ich es nochmal schön grün eingestellt. Die Nvidia GeForce RTX 4090, in diesem Fall die ROG Strix Gaming von Asus. Ihr seht, das ist wirklich nur das Feinste vom Feinsten, was hier verbaut wurde, in der Spielchen Gaming Extreme Edition. Also das wird mein PC. Man kann ihn natürlich auch hier kaufen bei Boostbox. Aber ihr habt auch noch günstigere Varianten gebaut, ne? Und zwar zwei etwas günstigere Varianten. Das ist die Advanced-Version dann jetzt hier? Das ist die Advanced-Version, quasi das mittelpreisige Modell. Gröbsten Unterschiede, die Hauptunterschiede sind? Die Hauptunterschiede sind die CPU. Wir haben bei deinem Großen hatten wir eine Intel-Plattform, hier haben wir eine AMD-Plattform. Hier ist der Ryzen 7 7800 X3D verbaut. Grafikkarte haben wir hier eine Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, auch von Asus. Optisch ist das hier, ne? Also mit den ganzen Lüftern. Ja. Alles genau gleich, gleiches Gehäuse natürlich auch. Sieht schon nice aus, muss man genau sagen. Und auch hier sitzt eine 360 mm Wasserkühlung, um die CPU schön frisch und kühl zu halten. Und das ist nice aussehen. Also das ist die Advanced Version. Advanced, und genau. Wir haben auch noch die Basic Version. Die Basic Version. Was ist da drin? Ein AMD Ryzen 7 7700. Als Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4070 verbaut, auch von Asus. Und ne, das System erzeugt auch ein bisschen weniger Hitze, da kann man dann unten auf die Lüfter verzichten. Genau. Wir haben hier drei Lüfter, die Luft reinziehen. Wir haben hier einen Lüfter, der die heiße Luft rausbefördert. All-in-one Wasserkühlung genau, auch nach oben. Nach oben raus. Ja. Genau. Also alles drei nice Systeme und das Gute für euch, Leute. So ein hier, also Speaking Gaming Basic Edition, verlosen wir auch. Geht dafür auf jeden Fall auf den Link in der Beschreibung. Da habt ihr alle Infos dazu. Und dann könnt ihr nämlich genau so einen PC hier gewinnen, Leute. Und dann auch so ein Schmuckstück nach Hause stellen. Jetzt ist es soweit, Leute. Ich schiebe hier meinen eigenen PC raus in die Sonne. Also ich werde jetzt noch einmal einpacken, natürlich. Aber das ist mal ein dramatisches Licht hier. Nach Hause. Gut. Dankeschön, Jungs, ja? Macht's gut! Und da ist das gute Stück zu Hause bei mir, Leute. Neuer PC, neue Haare. Es läuft doch alles top. Und der Plan ist hier noch, den Mix einen größeren Schreibtisch zu machen, der bis dahin geht, dass der PC halt in der Ecke draufstehen kann, weil ganz ehrlich, der sieht so nice aus, der das verdient. Ich habe natürlich auch direkt hier ARC installiert als allererstes. Und ich sage euch, bei 4K alles auf episch eingestellt. Fast kein PC kann das. Der hier ohne Probleme. So ein krankes Teil. Vielen, vielen Dank deswegen an Asus, an Nvidia und natürlich an CSL bzw. Boostbox, dass sie mir dieses Mega-Teil hier hingestellt haben. Und wenn ihr auch so einen wollt, Link ist wie gesagt in der Beschreibung. Gibt es in drei Versionen für euch zu kaufen. Plus natürlich das Gewinnspiel, wenn ihr einen gewinnen wollt. Ne? Link in der Beschreibung, Leute, auschecken. Und wenn wir schon mal hier so dabei sind, ich zeige euch einmal, wie das eigentlich bei mir aussieht, wenn ich hier bei mir zu Hause zocke, beziehungsweise vor allem dann, wenn ich hier aufnehme, beziehungsweise streame, was ich jetzt übrigens auch wieder machen werde, dann da fahre ich immer einfach diesen Greenscreen hier aus. Und damit teile ich dann praktisch hier meine Wohnung einmal in den Zockbereich, plus alles, was dahinter ist, ja, also Küche und auch Wohnzimmer hier natürlich daneben, kann meine Freundin dann noch halbwegs normal nutzen. Wir haben nur zwei Zimmer, 50 Quadratmeter hier. Ist alles ein bisschen kompakter als in meinem Haus auf Mallorca. Aber deswegen versuche ich halt das Beste draus zu machen und hier ist immer noch ein mega Stream-Bereich. Perfekt für meine Gaming-Aufnahmen, DC vs. Dinos, jeden zweiten Tag 14 Uhr auf meinem Dena Gaming-Kanal, Link auch unten in der Beschreibung. Und am 22.01., also jetzt am Montagabend, 18 Uhr, werde ich zum ersten Mal streamen mit meinem neuen PC, Leute. Und damit läuft natürlich alles auf Ultra-High-End. Wir werden deswegen auch mal das neue Cyberpunk DLC testen. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt, was ihr im Stream spielen sollt, schreibt es mal rein in die Kommentare. Wird, glaube ich, lustig. Also folgt mir gerne schon mal auf Twitch. DenaTV heiße ich da. Da wird gestreamt. Link auch in der Beschreibung. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Danke, dass ihr mir immer noch auch nach bald fast 13 Jahren YouTube zuschaut. Selbst beim Zocken und ich immer noch Videos machen kann. Egal, was aus meinem Leben ist. Motorsport, Sim-Racing, Reisen, PCs abholen oder eben sogar immer noch Gaming-Videos. Wirklich vielen, vielen Dank, nicht selbstverständlich. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt so einen nice PC hier in Köln habe. Also danke nochmal an CSL. Link auf zu den ganzen Spielen Gaming Editions, die ihr euch selbst holen könnt oder eben gewinnen könnt, in der Beschreibung zum Gewinnspiel. Und dann war's das. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.